Moin, ja, ich bin unterwegs und zwar habe ich heute was ganz Besonderes vor, denn ich möchte heute mal meine Campingausrüstung zeigen, die ich vorher nicht zeigen konnte, weil ja, entweder es war zu kalt, die letzten Jahre an der Spree oder die letzte jetzt, da war es noch nicht möglich. Also werde ich heute echt mal zeigen, dass ich auch Zelt habe und all so ein Kram. Ja, wo möchte ich heute hin? Ja, ich bin spontan von zu Hause losgefahren, denn es gibt hier primitive Campingplätze vom wilden Schleswig-Holstein. Denn da ist das Übernachten ja erlaubt. Und ja, es gibt 4 Stück in meiner Umgehung im Umkreis von 6, 27 Kilometern. Und ich hoffe, ich habe heute den schönsten ausgesucht und er ist noch frei, nämlich direkt an der Ostsee bei Gelting. Ja, ich hoffe, es klappt. Ja, da werde ich jetzt erstmal hinfahren und mal sehen, ob das dann frei ist. Ja, hier ist richtig was los. Es ist ja nicht nur besetzt, es ist überfüllt. Eigentlich sind nur zwei Zelte erlaubt. Es sind 12. Ja, in Corona-Zeiten kann man ja eigentlich auch mal ein Auge zudrücken, da die Campingplätze ja geschlossen haben. Vielleicht kommt bei noch der eine oder andere auch noch dazu. Da muss ich nicht nur auch noch da sein. Ich wohne hier, ich habe es ja immer. Also lasse ich es immer in Ruhe. Aber ich habe natürlich alles mit, auch Abendessen. Und das werde ich mir, glaube ich, hier irgendwo mal zubereiten. Weil es ist einfach zu schön hier gerade und so warm. Das ist ein Plätzchen hier. Ja, sehr schön. Und jetzt mache ich mir etwas zu essen warm. Das ist nichts Besonderes. Ich brauche hier wieder nur Wasser warm machen, was reinkippen, warten, fertig. Also keine besondere Küche, aber die Lage hier fantastisch. Das Wasser hat gekocht und jetzt kommt die Tüte rein. Spaghetti Bolognese. So, Essen fertig und natürlich gibt es auch wieder einen Radler dazu. Aber es ist noch unheimlich heiß, das muss im Moment erstmal abkühlen. Ausgetrunken, aufgegessen, alles weggepackt.
Na, da werde ich jetzt nochmal zum Hauptpunkt übergehen. Mein Zelt und alles, das werde ich aber nicht hier aufbauen. Da werde ich noch ein Stück irgendwie fahren und mir ein ruhiges Plätzchen suchen und das dann mal aufbauen. Ich bin jetzt hier mal so einen Feldweg reingefahren, irgendwo, wo das endet. Und dann habe ich hier mal so ein Plätzchen gefunden, so eine einsame Wiese. Schon fast geeignet zum Wildcampen, aber das ist nichts für mich, glaube ich. Da würde ich kein Auge zumachen. Aber ich werde jetzt hier mal alles aufbauen, so ein bisschen euch mal zeigen. Und im Rucksack habe ich das Zelt und der Rest ist in den Taschen. Da liegt jetzt nun mein Equipment, einmal ein Zwei-Mann-Zelt von B-Sport, von Outdoorer, ein Sommerschlafsack, eine schöne Luftmatratze, ich weiß gar nicht mehr von wegen das ist, das blende ich dann vielleicht ein. Und dann noch eine Folie, eine starke Folie zum Unterlegen und das Zelt. Naja, ich werde das dann erstmal ein bisschen aufbauen hier. Fertig. Ganz einfaches Iglo-Zelt, schnell aufgebaut, das waren jetzt keine 10 Minuten, das ist alles fertig. Ich habe es jetzt noch nicht ganz abgeseilt und verhakt, aber muss man auch nicht, wenn der Wind nicht weht, geht das auch schnell so. Ja, eine Roomtour, ja, ist nicht viel, ist jetzt nur die Luftmatratze und der Schlafsack drin. Aber ich mache lieber doch so ein Zwei-Mann-Zelt. Da ist ein bisschen mehr Platz für den ganzen Kram, was man mit hat, damit das auch drin ist. Ja, das war es ja eigentlich schon. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat da. Aber man hätte sich da noch zwischenquetschen können, aber ja, das muss nicht unbedingt sein. Lass den anderen ihr Spaß da. Ich habe das jederzeit oder kann das immer wieder machen. Klasse. Ja. Naja, okay. Dann habt ihr es jetzt alles gesehen. Also, denn danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das könnte wieder eine Radreise sein. Ich bin guten Mutes, das ist nämlich heute in einer Woche. Also dann bis dann. Moin, moin.